willkommen, hallo. Danke. Hallo, Christi. Hallo. Guten Abend, hallo. Ich möchte den Tisch, Christi, schön, dass ihr es geschafft habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und guten Appetit. Vielen Dank. Dirk, danke, dass du mich mitgenommen hast. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hattest überhaupt. Ja. Du warst noch nie im Pilachtal? Nein, ich war noch nie im Pilachtal. Ich bin immer so ins Waldviertel, da bin ich mit meinen Großeltern immer gewandert, ja, und so. Aber es ist so kalt dort. Hier ist ja quasi das halbitalienische Niederrhein. Wirklich? Also so, ja, die Toskana vom Wald. Die Toskana. Ich bin los in der Toskana im Wald. Oh, wunderbar, danke schön. Ich habe hier einen falschen Hering, sprich eine Bachforelle. Die hergerichtet ist ein Hering mit roten Rüben und natürlich den Knoblauch vom Knobelhof und Erdäpfel. Vielen Dank. Danke. Du brauchst einen Platz, wo du weißt, da triffst du die Leute. Wir sollten in Wien auch mehr Wirtshäuser haben. Hm. Wobei, ich fahre auch gerne hinaus. Das finde ich auch ganz cool, aus Wien rausfahren, weil man dann immer das Gefühl hat, dass es ein bisschen auch so wie Urlaub ist. Mhm. Und ein bisschen anders zumindest. Die Leute ein bisschen einen anderen Dialekt haben. Das stimmt. Es war fantastisch. Danke. Von all dem, was wir jetzt gegessen haben, was ist Ihr Lieblingsteil eigentlich von dem Essen gewesen? Eigentlich der Knoblauch, weil er durch das Einlegen einfach eine tolle die Schärfe verliert und ein tolles Aroma entwickelt. Mein Name ist Petra Gruber vom Knofihof. Wir betreiben einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb und produzieren Knoblauch in der Direktvermarktung. Wir machen würzigen Knoblauch aus Knoblauchzehen und Würzpaste zum Verfeinern von Gerichten, sodass wir mit der Produktpalette das ganze Jahr über regionalen Knoblauch liefern können. Und es ist auch immer schön, wenn uns Hubert und Sonja am Feld bei der Ernte helfen. Sie sehen so, wo die Produkte herkommen, und ich glaube, es macht dann noch mehr Spaß, mit dem in der Küche zu arbeiten. Riechen wir es nach Knoblauch ein? Überhaupt nicht. Gar nicht? Also, ich bin weit genug weg. Bist du so eine Connoisseurin? Also bist du so eine, kennst du dich da aus? Nein. Ich habe immer so ein Problem, wenn man so zu sehr das so zelebriert, erhebt, dass das dann so, dass man so den Bezug dann dazu verliert. Deswegen, ja, mag ich Wirtshäuser. Ja. Weil das ist auch so, ich mag gern beim Tisch so einfach sitzen und mich nicht nur verhalten müssen. Wir müssen uns eh so viel verhalten, ja, in unserem Beruf. Aber ich finde auch tatsächlich so im Wirtshaus, und da hast du schon recht, das Gute ist, dass man im Wirtshaus länger bleibt in der Regel als im Restaurant. Darum sind die Leute dann auch irgendwann noch lockerer, entspannter und da passieren dann Dinge. Und genau. Reden dich die Leute im Wirtshaus an dann zum Beispiel oder trauen sie sich nicht schon? Ich bin jemand, mich kann man anreden. Ja. Das möchte ich auch vermitteln. Ja, du hast nichts Arrogantes an dir. Das ist was Hervorragendes. Das ist das Beste, was man über Menschen sagen kann. Das ist schön, dass du das sagst, aber ich bin zu feig für Arroganz vielleicht. Mhm. Oder zu klug auch. Möglicherweise. Oh. Es geht weiter. Zum Hauptgang servieren wir eine Pilachtaler Lammstelze, geschmort. Dazu gibt es Erdäpfelgratin mit alten Vorlandtrüffel, fermentiertes Rotkraut und Pilachtaler Champignons. Oh, das ist ja... Oh. Das ist ja urwach. Also weich, meine ich. Butterweich ist das. Du brauchst gar kein Messer, oder? Nein. Und das, glaube ich, hat man vor 100 Jahren in Niederösterreich wahrscheinlich noch nicht gemacht, oder? Wer das weiß. Fermentieren. Weiß ich nicht. Das ist ja auch, ist das nicht auch eine Art, das muss man ihn fragen, ob das eine Art von Konservieren? Ja, oder? Vielleicht haben die Südkoreaner es in Wahrheit von irgendeiner Niederösterreicherin gelernt. Einer mutigen Niederösterreicherin. Genau. Man darf Niederösterreich nie unterschätzen. Nein. Hallo. Ich sehe, ich schreie euch beim Trinken, aber... Boah, es ist großartig. Es freut mich. Aber das kann schon was so. Naja, Lammstützen ist nichts für... Ja. Für Unhungrige. Das Gute ist jetzt, dass man so... Mein Bauch ist jetzt so beruhigt und durch den Alkohol ist mein Kopf auch so beruhigt. Man fühlt sich so wohl. Jetzt habe ich eine Könnte man dazwischen vielleicht einen Schnapsel haben? Ja, ein Dirndl-Schnapsel. Wir sind ja im Dirndl da. Die Sonne wird ja keines mitnehmen. Ja, danke. Das wäre super, weil dann kann ich dir so ein bisschen so eine Abrundung machen. Ja. So. Ja, es ist gesund. Hast du da natürlich was dagegen? Nein, das ist eine rein Gesundheits-. Nur rein medizinisch. Medizinische Maß. Der medizinische Gang. Ja. Bevor wir zum krönenden Abschluss kommen, gibt es einen Dirndl-Schnaps.
wenn du weißt, dass jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Bauer A mit Bauer B im Krieg ist wegen Feld C und die dann beide ins Wirtshaus gleichzeitig kommen, schaust du dann, dass sie... Dann fange ich sie schon vorher an. Du mal, nein, wir haben Tour. Komm doch morgen bitte wieder. Aber man kann schon viel ausgleichen im Wirtshaus. Mhm. Also ich glaube, dass das schon auch so eine Insel ist, wo die Gemüter sich dann auch wieder beruhigen können. Durchaus. Also es wird vielleicht einmal ein bisschen lauter oder Ding, aber trotzdem ist es ein ausgleichender Ort. Genau. Man kann über alles reden, man kann alles besprechen und zum Schluss gehen alle glücklich nach Hause mit ein paar Glaserl Wein. Ja. Oh. Ich stehe schon wieder. Es darf das brennt, Frau Kirchner. Das Dessert ist heute Gin Tonic umgekehrt, sprich Limette als Eiscreme, Gurke, Rosmarin und Wacholder. Ist das genial. Oh, das ist aber das ist genial. Jetzt kommt der Geschmack hinten nach. Ich glaube, wir fahren nicht mehr nach Hause. Wir können ja auch gar nicht mehr fahren. Nein. Weißt du, was wirklich super ist, wenn du in Wien lebst und du weißt ja, wie ein Winter in Wien ist, dass so Jänner ist noch okay irgendwie, aber schon hart, Fieber, man kann kaum mehr. März, wenn es dann immer noch schier ist, dann kannst du hier ganz in die Nähe hinfahren zum Beispiel. Was ist da? Der Ötscher. Ja. Und dann kannst du da rauffahren und dann bist du über den Wolken und siehst zum ersten Mal aus Wiener Sicht seit einem halben Jahr die Sonne. Wirklich? Du hast Tränen in den Augen dann. Ich bin schon alleine von der Erzählung kriege ich Tränen in den Augen. Wirklich? Ja. Man muss viel mehr rausfahren. Man muss viel mehr rausfahren. Adele. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, da komme ich genau richtig. Mm. Wenn ich darf, setze ich mich noch ein bisschen dazu. Aber bitte. Die besten Momente, oder? Wenn das Essen, wenn alle aufgegessen haben, du dich entspannen kannst und dich zu den entspannten Gästen setzen kannst. Ja, das ist eigentlich immer ein angenehmer Abschluss. Ja, Abschluss und auch ein angenehmer Teil meiner Arbeit natürlich. Weil eigentlich ist ja meine Arbeit nicht meine Arbeit, sondern meine Berufung. Das merkt man so, wie du kochst, ist das eine Berufung. Freue mich, wenn es auffällt. Ja. Na, aber es ist doch voll cool. Ich denke mir auch, dass für dich dann das doch auch schön sein muss, wenn du weißt, wenn du deine Produkte kennst, wenn du den Mann kennst oder die Frau kennst, die die machen. Das muss doch viel schöner sein, als wenn du das von irgendwo einkaufst. Wenn ich sage, ich weiß, wie die Arbeit, ich weiß, wo die Produkte herkommen, ich weiß, dass der anständig ist zu seinen Tieren oder ich weiß, dass er das Feld anständig bestellt, Mehrwert ist für einen Gast. Absolut. Also wie eine Biozertifizierung oder irgendwas anderes. Absolut. Weil ich kenne den, ich weiß, wie der arbeitet, ich weiß, wie die Familie ist und was mit der an der Schaum kriegst und du spürst, wie der zu seinem Produkt ist, egal, ob jetzt tierisch oder pflanzlich, wirst du das einfach spüren, ob der ehrlich dahinter steht. Also das Mostviertel blüht, es ist ein Traum und ich habe immer gedacht, das sind Marönen in der Wachau, aber da sind es ja Birnen. Bitte, wie blüht die Birne? Ich will sie nur beschreiben mit dem Wort wunderschön. Ah. Und ich würde es beschreiben weiß und rosa, weil so kann man den Apfel und den Birnenbaum auseinanderhalten. Ja. Wenn er blüht, weil er blüht fast gleichzeitig. Aber wenn das Mostviertel um den Sonntagsberg blüht, dann ist das ein Wahnsinn. Wie? Können die Japaner mit ihrer Kirschblüte gehen? Aber wisst ihr eigentlich, was die erste Blüte ist bei uns? Die Dirndl. Das hat sich gelohnt, dass wir gekommen sind, Dirk. Danke dir. Das freut mich. Und das trinkt man nun. Gehen wir schon mal kurz in die Küche. Ja. Vielleicht sehen wir uns nachher noch. Ja. Baba. Baba. Danke. Hast du auch das Gefühl, dass der Mann das gerne macht, was er macht? Ich habe ein... Also, er ist schwer verdächtig in der Beziehung. Bitte. Magst du noch einen Schluck? Nein. Ja, ich mag immer einen Schluck. Ja. Wir teilen uns das. Prost. Schön war's. Gerne. Also dann, schaut, ich mag gar nicht gehen. So, schön, danke, wenn es euch gefallen hat. Ja. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Danke. Bis morgen. Danke. Es würde mich freuen. Macht's gut nach Hause. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank. Macht's gut. Danke fürs Kommen.